Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute möchte ich euch gerne zwei Steakmesser-Sets vorstellen, und zwar einmal von der Schmiede Lagiol Dubari für 479 Euro, 6 Stück, und einmal von der Schmiede Lagiol in Aubrac für 610 Euro. Und da wollen wir genau auf die Unterschiede eingehen, wodurch unterscheiden sich diese beiden Steakmesser-Sets, nicht nur durch die Griffe, die wirklich komplett unterschiedlich sind, werden wir gleich sehen, sondern auch wirklich auf die Details gehen, wie genau, wodurch sich diese unterscheiden, denn wir haben eben gesagt, das sind ungefähr 27% Unterschied. Aber schauen wir erstmal ganz kurz ein paar Bilder dieser Steakmesser an und dann gehen wir ins Detail. Bis gleich. Bevor wir zu den einzelnen Steakmesser kommen, möchte ich ganz kurz etwas auch zu den Schmieden sagen, denn die sind wirklich vollkommen unterschiedlich. Die Schmiede Lagiol Dubari, die befindet sich direkt in dem Dorf Lagiol, also man kann sagen, dieser Steakmesser-Set ist made in Lagiol, nicht nur made in France. Und da haben wir einen kleinen Betrieb, einen Familienbetrieb mit 3 bis 4 Mitarbeitern, und letztes Jahr gerade wurde die Firma vom Vater zur Tochter übergeben. Hier im Bild kannst du entsprechend die beiden sehen. Und die Schmiede Lagiol in Aubrac, das ist ungefähr 20 Kilometer von Lagiol Dorf entfernt, und wir reden hier von der zweitgrößten Lagiol Schmiede. Und mit einer Anzahl von ungefähr 70 Mitarbeitern, je nach Saison sind ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Also eine durchaus ziemlich große Schmiede, die auch natürlich wahnsinnig viele Taschenmesser und Steakmesser und Küchenmesser herstellt. Und da werden wir gleich erkennen, wo der Unterschied ist zwischen einer kleinen Schmiede und einer großen Schmiede. Da gehen wir gleich auf die Details ein, und wir werden sehen, nicht nur die Griffe sind völlig unterschiedlich, wie wir gerade in den Bildern vorhin gesehen haben. Wir haben einmal diese 6 unterschiedliche Griffmaterialien und auf der anderen Seite ein sogenanntes Hybridmaterial, wo 2 Materialien miteinander kombiniert werden, 2 unterschiedliche Materialien. Sondern wir gehen auch wirklich ins Detail und schauen uns dann ganz genau die Unterschiede der einzelnen Steakmesser an. Also, los geht's. Hier sehen wir beide Steakmesser im direkten Vergleich. Ich werde gleich die rausholen und entsprechend miteinander vergleichen, und anschließend werden wir hier entsprechend ein bisschen Gemüse schneiden, um zu gucken, wie die schneiden. Wir haben hier einmal das Steakmesser-Set mit 6 Messer von Lagiol in Aubrac. Hier haben wir Lagiol Dubari. Und hier fangen wir mit dem Griff an. Wir haben hier ein sogenanntes Hybrid Material bestehend aus Wüsteneisenholz, das sind diese dunklen Elemente hier vorne, und entsprechend Kunstharz hier in der Farbe Weiß, sodass ja richtig toller Kontrast entsteht. Und das Besondere ist hier, dass wirklich jedes einzelne Messer vollkommen anderen Griff hat. Schauen wir es mal eins mal aus der Nähe an, und da können wir sehen, dass er wirklich komplett anders aussieht. Die beiden Messer sind absolut identisch von der Größe her, deswegen reicht es, wenn ich nur hier erstmal die Maße entsprechend durchgebe. Also wir haben hier eine Grifflänge von 11,8 cm und eine Schneideklinge, also die Länge der Klinge, die schneidet, haben wir hier so, von 10,7 cm. Wenn ich beiden Messer, ich sage immer Taschenmesser, weil ich hauptsächlich Taschenmesser reviewe hier in YouTube, deswegen bitte jetzt schon mal vorab um Entschuldigung, wenn ich zu oft sage. Wenn man sich das mal anguckt, die Größe, da sehen wir, dass die Klingeform, Klingengröße, die Griffe, die Grifflänge, also im Prinzip alles
absolut identisch ist von der Größe her. Wenn wir uns das mal gleich in der Nähe, aus der Nähe angucken, werden wir die Unterschiede sehen. Aber gehen wir erstmal ganz kurz auf die Materialien ein. So bleiben wir ruhig hier. Wir haben hier ein Material mit dem Namen Amorett. Das ist so ein bisschen wie Schlangenholz. Das heißt, der Griff hat ja unterschiedliche Verfärbungen hier. Das ist so ein bisschen wie die Schlangenhaut, also die Haut von einer Schlange. Dann haben wir hier Pflaumenholz. Hier haben wir Esche. Pistazienholz. Und hier kann man auch sehen, dass es ja zweifarbige Pistazie ist. Wenn man es entsprechend dreht, dann kann man das sehr gut sehen. Rosenholz, das hat eine sehr, sehr schöne rote Verfärbung. Und zuletzt Wacholderholz mit einer schönen Marmorierung, aber das Besondere beim Wacholder ist eben halt dieser Geruch, dieser pfeffrige Geruch, das dem Messer eine ganz besondere Note gibt. Und hier schauen wir uns auch erstmal ein paar Griffe an, obwohl natürlich von der Grundidee alle gleich sind, aber wenn man die dreht, sieht man ja, dass jeder absolut einzigartig und absolut individuell ist. Ich finde unterschiedliche Materialien in den Griffen sehr, sehr interessant, gerade wenn ich Gäste habe. Ich finde es wirklich total interessant, wenn jeder Gast entsprechend ein anderer Griff hat, ein anderes Material, entweder von Dubari, wo da unterschiedliche Hölzer sind, oder auch von La Gueule Nobrac, wo unterschiedliche Zusammensetzungen und Größen zwischen dem Kunstharz und dem Wüsteneisenholz. Und so hat man schon während des Essens oder kurz vorher noch einen Gesprächsstoff, um zu sehen, was hast du für einen Griff, wie sieht das aus, welches Material ist das? Und so kommt man auch mit den Gästen ein bisschen ins Gespräch, sollte man durchaus nicht unterschätzen. Und auch für die Optik des Tisches finde ich ja an dieser Stelle, dass wenn man die beiden jetzt miteinander vergleicht, hat La Gueule Dubari einen kleinen Pluspunkt, weil ich da eben, ich persönlich Wert lege, dass natürlich unterschiedliche Griffe auch von der Optik, vom Design her, von der Tischdekoration ein bisschen mehr her macht, als wenn alle gleichmäßig macht. Obwohl auch die Griffe von La Gueule Nobrac dennoch alle unterschiedlich sind, auch wenn die aus den gleichen Materialien, Grundmaterialien bestehen. Wie gesagt, sind die Formen der beiden Taschenmesser ja durchaus gleich. Wir haben also gesagt, hier bei La Gueule Nobrac haben wir einen Preis von 610 Euro. Bei La Gueule Dubari haben wir einen Preis von 479 Euro. Und da müssen wir gucken, wo kommt der Unterschied her? Zum einen habe ich gesagt, La Gueule Nobrac ist einfach bekannter, ist es größer, hat einen stärkeren Namen und man bezahlt natürlich genauso wie bei Autos oder anderen Gegenständen, bezahlt man hier natürlich auch den Namen. Na, wenn man zum Beispiel jetzt im Bekanntenkreis ist und sagt, ich habe ein Steakmesser, das ist von La Gueule Nobrac, sagen die, oh, kenne ich, klar, natürlich, super Qualität, toll. Wenn man sagt, ein Steakmesser von La Gueule Dubari, dann, wer ist das? Erklär mal, da muss man ein bisschen mehr was dazu erzählen. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Ich will es uns erklären, dass der Name natürlich auch ein bisschen von diesen 130 Euro Unterschied auch einen gewissen Anteil hat und nicht alles nur auf die Messer selber zurückgeht. Fangen wir mal an mit der Biene. Wenn man sich das genau anguckt, sehen wir gleich den Unterschied in der Biene. Ich zeige auch gleich nochmal, ich denke, das kann man ziemlich gut sehen, die Unterschiede. Also im Prinzip sind die beide fast gleich. Das heißt also, die Bienen selber, die sind nicht geschmiedet, sondern die sind hier geklebt oder geschweißt. Das kann man erkennen, weil wir hier so einen Schnitt haben. Das heißt also, diese Linie von der Biene zu dem Rücken ist unterbrochen und bei einer geschmiedeten Biene wäre das durchgehend. Und deswegen kann man hier deutlich sehen, dass die entsprechend geklebt ist. Aber dennoch sind beide Bienen, ich würde sagen, ähnlich schön, da tun die sich nichts.
Dann kommen wir zu dem Rücken. Und das ist wirklich ein ziemlicher Unterschied. Und zwar, wir haben hier einen relativ einfacher Rücken. So ein, ich würde sagen, eine Standard-Rückengestaltung. Während wir hier eine dreidimensionale Gestaltung der Guilloche haben. Das heißt also, wenn man sich das anguckt, das ist wirklich dreidimensional gestaltet und das auch bis zum Schluss. Das heißt also, wir sehen, dass es hier langsam die Dekoration weggeschliffen wird, während die hier ganz normal aufhört. Und wenn man das sich nochmal hier anguckt, sehen wir vielleicht nochmal hier und da so einen kleinen Mini-Kratzerchen, das von dem Polieren kommt. Das heißt also, da kann man wirklich erkennen, dass hier eine größere Firma etwas mehr Zeit aufwendet fürs Polieren. Natürlich könnte man auch dieses hier mit noch mehr Einsatz von Arbeit genauso diese Fehlerchen wegmachen. Nur das kostet eben halt Zeit, wie ich es immer wieder erwähne. Und Zeit ist letztlich Geld. Und wir kommen gleich noch ein paar andere Unterschiede. Aber hier diese Rückengilochage benötigt auch erheblich mehr Zeit als diese einfachere Gilochage von La Guiole Dubarry. Weiterhin, wenn ich mit dem Finger einfach hier so drüber gehe, dann ist alles unwahrscheinlich gleich, in die gleiche Ebene. Das heißt, ich spüre keinen Übergang zwischen dem Material des Griffes und dem Metall. Wenn ich hier bei dem Dubarry drüber gehe, dann spüre ich hier und da so ganz, also ich würde sagen einen Zehntel Millimeter vielleicht Übergang, und genauso auf der Unterseite auch. Das heißt also, ich würde sagen, subjektiv von meinem Fingergefühl her sagen, dass La Guiole Nobrac ein Ideechen besser poliert ist, länger poliert ist, so dass hier die Unterschiede ebener sind. Das heißt also, in der Verarbeitung sehe ich da durchaus ein etwas kleiner Unterschied zwischen La Guiole Dubarry und La Guiole Nobrac. Hier würde ich sagen, ist La Guiole Nobrac etwas, also ein Ideechen besser als das Messer von La Guiole Dubarry. Das heißt also, letztlich hat La Guiole Nobrac ein bisschen mehr Zeit verwendet in das Polieren. Ich würde sagen, das hängt nicht damit zusammen mit der Qualität einer Schmiede. Ich würde nicht sagen, dass die Schmiede La Guiole Dubarry schlechter ist als La Guiole Nobrac, sondern dass La Guiole Nobrac etwas mehr Zeit verwendet hat als La Guiole Dubarry. Ich denke, wenn La Guiole Dubarry auch ein bisschen mehr Zeit verbringen würde für dieses Steakmesser-Set, hätten wir die gleiche Qualität. Aber das Schöne ist, dass wir jetzt hier nun mal unterschiedliche Preise haben, und jeder kann natürlich unterscheiden, ist es mir die 130 Euro wert, einmal für den Namen zu bezahlen, dass ich also praktisch einen bekannteren Namen habe, der einfach deutschlandweit bekannter ist, aber aufgrund des Alters und der Marketingmaßnahmen, welche La Guiole Nobrac natürlich macht. Und zum anderen Teil, dass es ein Ideechen besser geschliffen ist. Das kannst du natürlich selber entscheiden, ob dir das entsprechend wert ist. Und der dritte Unterschied war ja natürlich, dass die Rückengilochage etwas mehr gilochiert, also mehr dreidimensional, und auch da entsprechend mehr Zeit dafür verwendet wurde. Das heißt, ich sage es ja immer und immer wieder, mehr Zeit pro Messer bedeutet höhere Kosten. Natürlich sagen einige von euch, ja, aber ich bin ja super Polierer und ich könnte das entsprechend auch in 5 Minuten machen und entsprechend 5 Minuten polieren, dann habe ich ja die gleiche Qualität. Natürlich könnte man das ja so sagen, aber wenn man überlegt, 5 Minuten länger pro Messer mal 6, ja, da sind wir auch schon bei 30 Minuten länger und eine halbe Stunde entsprechend mehr zu bezahlen für das Taschenmesser, für das Messer, wenn man sich überlegt, was das letztlich im Endpreis macht, da sind wir schon fast da. Und genauso auch bei der Guilloche der Rückenfeder, beziehungsweise keine Feder, einfach Rückenmaterials. Natürlich kann Dubarry, wenn man sich anguckt, wie die Taschenmesser von La Guiole Dubarry aussehen, die sind wirklich phänomenal. Also kommt dem nichts nach dem der Rückengilochage von La Guiole Nobrac. Und wenn die natürlich auch da mehr Zeit hätten und die gleiche Rücken machen würden wie La Guiole Nobrac, ich denke, da käme man auch preislich sehr nah dran. Und das finde ich aber schön, dass die es eben nicht machen, weil dadurch hat man die Möglichkeit, auch
günstigere Steakmesser-Sets zu kaufen als diese höherwertigen. Denn eins ist klar, ja, die Qualität der Klinge und der Materialien ist bei beiden Schmieden gleich. Da ist kein Unterschied. Ja? Und beide schneiden perfekt. Ich zeige es gleich. Also die beiden sind gleich scharf, so subjektiv, wenn ich da entsprechend meinen Finger das teste. Also beide sind subjektiv gleich scharf, gleiche Klingenqualität, gleiche Materialien für das Metall. Nur die Unterschiede sind entsprechend in dem Griff. Und da ist ja natürlich sehr schön, dass ich einmal nur 479 ausgeben kann. Oder wenn ich mehr für den Preis, für den Namen und die bessere oder schönere Kilochage und etwas bessere Verarbeitung entsprechend 610 Euro bezahlen möchte. Also das liegt entsprechend ganz bei dir. Aber schauen wir es mal einen Moment an, wie ich damit oder wie man damit entsprechend Gemüse schneidet, weil, wie ich schon sagte, ein Steak habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Ich habe hier ein paar Tomaten und bekannterweise sind Tomaten recht schwer zu schneiden. Ich werde hier versuchen, ganz dünne Scheiben zu schneiden und das Taschenmesser, ich brauche gar nicht wie eine Säge zu benutzen, das gleitet so total durch, also wahnsinnig scharf. Und ich mache hier, also ich gehe einfach nur praktisch da durch. Ich drücke einfach nur so ein bisschen und schon habe ich hier eine hauchdünne Scheibe geschnitten, die auch transparent fast ist. Also das schneidet ganz perfekt. Und jetzt haben wir das Messer von Lagiol Enobrac. Und auch hier, also ich sehe da keinen Unterschied in der Schärfe. Beide geht sofort durch und lassen sich auch ganz hauchdünne Scheiben schneiden. Also wirklich absolut spitze. Schneide ich mal auch eine Pampelmuse, eine Grapefruit. Also auch hier ganz phänomenal. Ganz dünne Scheibe. Das heißt also, auch hier kann ich die Steakmesser als Küchenmesser benutzen. Sofern natürlich die Länge da ist, die ich benötige. Und bei Gurke ist natürlich gar kein Problem. Hier geht das alles wie durch Butter. Das heißt, so wie ich eben gesagt habe eingangs, die lassen sich hier phänomenal benutzen in der Schärfe. Damit kann man alles schneiden und entsprechend auch die Steaks. Das wird sicherlich kein Unterschied sein, wenn man entsprechend leckere Steaks grillt oder auch brät, die butterweiß sind von vornherein schon. Manchmal, wenn man es gut kann, dann kann man die Steaks auch nur mit der Gabel alleine essen. Aber daran kann man erkennen, dass sie wirklich hervorragend schneiden. Das heißt, da tun sich beide Steakmesser jetzt nichts. Die sind beide hervorragend gut und ja, ich kann da entsprechend von der Qualität her beide empfehlen. Wie ich schon sagte, wir haben hier ganz unterschiedliche Materialien in dem Griff eingebaut, so dass natürlich wieder letztlich dein Geschmack entscheidet, welches du am schönsten und am besten empfindest. Ich bin ja froh, dass wir so eine große Vielfalt an unterschiedlichen Schmieden haben, mit unterschiedlichen Aussehen, auch wenn die sich nur in den Details unterscheiden. Ich finde es ganz toll, dass viele in diesem Bereich Steakmesser eingestiegen sind, denn ursprünglich haben natürlich die ganzen Schmieden ja nur Taschenmesser gemacht und erst nach und nach sind die übergewechselt, dass die auch Steakmesser und Steakmessergabel und Küchenmesser machen. Das ist durchaus keine allzu alte Kunst, das bei den Schmieden, sondern ist relativ neu und ich bin froh, dass wir jetzt auch Steakmesser, Lagiol Steakmesser haben und zwar in einer so großen Variation, wie du die auch bei originallagiol.de findest. Wir haben dann noch andere Schmieden. Ich habe jetzt hier nur diese zwei stellvertretend für die anderen gemacht und damit will ich jetzt sagen, dass alle Steakmesser-Sets von allen Schmieden, die wir im Programm haben, hervorragend schneiden. Das heißt, das wird nie ein Grund des Vergleiches sein, dass man sagt, dies schneidet besser oder schlechter, sondern wirklich nur eine Frage der Qualität, letztlich in den Details.
und vor allem auch in der Haptik. Und wenn ich mir hier die Steckmesser angucke, beide fühlen sich gut in der Hand an. Das heißt also, die haben eine ausreichende Länge, damit ich es angenehm in der Hand halte und entsprechend damit ein Steak oder was auch immer schneide. Das heißt, die Haptik ist bei beiden Messern gleich und genauso auch bei den anderen Schmieden. Die anderen Schmieden sind fast alle von der Länge, von der Größe her gleich und fühlen sich entsprechend hervorragend der Hand an. Also auch da sehe ich keine Unterschiede. Wie schon gesagt, die Unterschiede sind einmal der Name. Die eine hat natürlich einen bekannteren Namen, die eine ein bisschen weniger bekannt, die eine ist größer, die andere ist kleiner, hat vielleicht ein bisschen bessere Geräte, wenn es um die Endqualität geht. Aber da musst du entscheiden, ob dieses natürlich wert ist, entsprechend einen Aufpreis für den Namen und für den letzten Quäntchen Qualität zu bezahlen. Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen, das Video, und ich würde mich freuen, wenn du entsprechend den Shop originallagiol.de besuchst und dort die ganze große Auswahl an Steakmesser zu erleben, und sage bis zum nächsten Mal, dein Mr. Lagiol.